Okay, wieder da. Mit mir und... Ja. Ja, Jesse Delivery. Und Sonic Shadow Fusion, mal wieder im Team unterwegs. Ja, jetzt kommt was, das hat keiner erwartet. Nicht mal die Roboter. Wie du siehst, hat ein böser Ochse unsere Waffenkammer eingenommen. Wir dachten, dass das Einfrieren der Wege Tiere fernhält. Der Ochse ist ziemlich hart. Ich rate dir, Bomben gegen ihn zu benutzen und dann selbst brauchst du mehrere Bomben. Ja, ich brauch so um die 5-6 Bomben, um ihn fertig zu machen. Gegen meine eigenen Angriffe ist er immun. Und alles ist Eis. Das Dumme ist, in Spyro 2 kann man auf dem Eis nicht mal anhalten. Ach so, da läuft man ständig. Ja. Und ich habe jetzt auch... Aber ich frag mich grad... Ja. Ich habe jetzt auch raus, was diese komischen leuchtenden Punkte auf der Karte bedeuten. Aha. Ja, diese leuchtenden Punkte sind die Aufgaben, die man noch machen muss. Ach so. Und die roten sind... Ich kannte diese Karte nie. Ich kann mich jedenfalls an die nicht erinnern. Die musst du einstellen. Dummheit bei mir selbst. Ich frag mich, was hat diesen Ochsen dazu verleitet, jetzt so Terror zu machen? Keine Ahnung. Wurde er als Kind nicht genug geliebt? Hat die Mutti-Brille nicht oft genug umarmt? Ne, aber er ist besiegt. Wurde er als Kind immer dazu gezwungen, Spinat zu essen? Hervorragende Arbeit, Drache. Jetzt können wir unsere Stadt anständig verteidigen. Nehmen diese dem Auge schmeichelnde Belohnung. Ja, für PlayStation 1. Sehr pasteurisiert. Für PS1-Verhältnisse ist das schön. Ja. Laufende Ei muss es. Sehr pasteurisiert. Laufende Eier muss es töten. Wieso schlüpfen aus den Eiern Schmetterlinge? Wieso fritten die heute Sachen auf, die keinen Sinn machen? Wieso wechselt Spark seine Farbe, wenn Spyro erwischt wird? Weil er sich schlecht fühlt. Er hat ein schlechtes Gewissen, weil er nichts machen konnte. Oh, noch mehr Raketenschweine! So krass! Ja. Au! Irgendwann dass Sparks dadurch nicht Energie verliert, oder nicht? Ja, die Fee speichert die Position ab. Wenn ich sterbe, komme ich bei ihr wieder. Wenn ich sterbe, vergewaltigt sie mich und bringt mich wieder dahin. Autsch. Sag dem Motto, du bist schlecht, du hast einfach keins. Wow, was war denn das? Ich hasse dich. Ich bin plötzlich 2 Meter gelaufen, wo ich Geist gemacht habe. Sei es die Schuld von Timmy. Au, scheiße. Fail. In so eine Ecke. Mir ist klar, ihr seid die tollen Gefühle, ne? Ja. Findest du halt, dass der Raum hier so begrenzt ist. Aufgrund des Powerpunktes, den wir gleich noch sehen werden. PowerPoint. Ja. Eine schöne Präsentation. Ja, der Powerpunkt hier ist genial. Im besseren... Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Yep. Und ich glaube, man sieht's auch schon. Fliegen und Superflamme. Ja, super über Inferno-Modus. Ja. Grad mal, und wir müssen diese komischen UFOs abschalten. Abschalten meinst extreme Tötung. Ja. Ich hab's für die kleinen Zuschauer runtergespielt. Na gut. Oh, Chipmunk, Alter. Ah, Spyro, ich habe gehört, dass du kommst. Danke für deine Bemühungen, diesen Coup zu vereiteln. Nimm bitte dieses Objekt, das lebenden Kreaturen zu gefallen scheint. Offenbar gehen hier auch weibliche Roboter in den Stimmbruch. Und können Tore aus dem Boden setzen. Da wir alle 14 Talismane haben, kriegen wir in den letzten Welten von Wintertundra... Wintertundra, genau. Vom Wintertundra kriegen wir dann immer eine Kugel anstatt ein Talisman. Das ist eine Neuheit in Avala. Ein kombinierter Powerpunkt.
Gott sei Dank bist du hier, um ihn zu testen. Diese Schafe in ihren Raumschiffen müssen aufgehalten werden. Schafe auch noch. Ja, Schafe nur Tassen runterhauen, die ziehen auf uns. Alles, was zum Burger gemacht wird, ist in diesem Level da, um sich zu rächen. Ja. An sich schon ganz genial. Wahrscheinlich gehen die auf die Barrikaden und dann so... Krieg den McDonalds! Tod den Burger King! Ja. Die Eier, die gehen auf mich, die gehen auf die Straße und demonstrieren für Kentucky. Einer dem großen Hühnchen! Ja. Wow. Hey, da ist ja noch ein Ballon. Schaf, Schaf. Töten. Oh, hab schon. Hervorragende Arbeit. Du hast diese Schafe unsanft landen lassen. Dieses Kugelgerät ist ein Beweis deines Könnens. Merke, Kugelgerät. So nenne ich die Dinger demnächst. Ein Kugelgerät. Angel Null aus Wolkentempel hat sie auch schon Dekodierer genannt. Ich wusste es, die ersten Schafe haben einen Hilferuf ausgesandt. Jetzt kommt die nächste Flotte Untertassen. Ich frage mich nur von wo, diese Wände sorgen dafür, dass keiner durchkommt. Ich nenne die Kugeln, glaube ich, jetzt Dingsabums. Dingsabums, habe da, muss ja sein. Mhm. Oh, jetzt sind... Das weiß ich selber noch nicht. Vielleicht mache ich Phoenix Wright Ace Attorney. Aber nur vielleicht. Wäre cool. Wäre auch cool. Ich hab echt jetzt durch Adi habe ich so viele Leute auf Phoenix Wright gebracht. Hättest seit einer Woche nicht da sein dürfen. Ja, ja, obwohl ich bereue es nicht. Ja, war auch eigentlich ganz cool. Guter Flugflieger, du hast die Genialität meines Doppelpower-Punktes bewiesen. Nimm das hier als Erinnerung an deinen Sieg. Ich bin der ultimative Roboter, ich weiß alles. Ich kann okay. Alles bauen. Ich habe einen Grafikfehler in der Fresse. Nicht nur, dass wir alle Kugeln in diesem Level haben, wir haben alle im gesamten Spiel. Das ist brutal. Warte mal, hat die da gerade angefangen, ihre Tasche anzuknabbern? Ich glaube ja. Sag mal ehrlich, hast du das nicht auch schon mal gemacht? Was? Deine Tasche angeknabbert. Sicher? Danach hatte ich keine mehr. Was zur Hölle? Nun, er war rausgekickt. Ich glaube es nicht. Zitze. Herr von Kaba, würden Sie uns das bitte erklären? Ja. Ich find's blöd, dass noch nicht alle Teile in Deutschland erschienen sind. Ja, stimmt. Einer ist noch nicht in Deutschland erschienen, glaube ich. Ja. Ich glaube, der letzte, der mit Edgeworth. Ich glaube, der ist noch nicht in Deutschland erschienen. Aber die ersten drei Ace Attorney-Dinger, die sind schon rausgekommen. Ja. Und der Fall Justice, glaube ich, auch. Ich frage mich am meisten hier in Spyro, wie sie die ganzen Edelsteine verteilen können. Die ganzen Roboter und die anderen Wesen sehen nicht gerade so aus, als würden sie die ganzen Orte erklimmen können. Und selbst Spyro erreicht sie nur mit Hilfe. Ich sage ja, es sind diese ultimativen Rubine und Edelsteinverteiler, die sind total übermächtig und kommen überall hin. Oh, Sparks Wolke wird fallen lassen. Du wirst nur so ein Edelsteinverteiler, wenn du mal einen Super Saiyan getötet hast. Ja, stimmt. Und das kriegst du nur hin, man hier weiß, einen Super Saiyan kannst du nur töten mit einem Flock durchs Herz oder einem kräftigen Schlag auf den Tisch. Hat Edgeworth das schon geschafft? Nein, nicht hochfliegen, nicht ohne mich. Boah. Scheiß Aufzüge, echt. Ja, das fällt dir früh ein, du Scheißding. Kommt runter, ey. Boah.
Oh, einmal ultimativer Feuerball auf Doom. Metropolis geschafft. Hahaha. Und wir können raus. Siehst du noch was? Okay, Shadow scheint gerade weg zu sein. Immer noch? Hallo? Ja, jetzt hört man nicht wieder. Lag wohl daran, dass ich aus Versehen über mein Kabel gefahren bin. Au! Manchmal ist mein Headset ein bisschen Arschloch. Ja. Ein bisschen dran geruckelt oder so, weißt du? Ja. Hier muss ich den Part wieder schneiden. Es wird auch langsam knapp. Bis zum nächsten Mal, wenn wir den Final Boss beginnen.